Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Heute soll es mal um die Feuerwehrwagenmission gehen. Und die Feuerwehrwagenmission solltet ihr auf jeden Fall abschließen, denn wenn ihr die geschafft habt, dann werdet ihr die Fähigkeit freischalten, durchs Feuer laufen zu können. Und gerade wenn ihr so mit Molotow-Cocktails rumhantiert, die in Missionen schon ziemlich nützlich sein können, um mehrere Gegner gleichzeitig zu töten, dann könnt ihr problemlos durchs Feuer gehen und diese Molotow-Cocktails können euch nichts mehr anhaben. Das heißt, ihr habt dann auch ein bisschen mehr Raum für Fehler und ich finde, das bringt einen in dem Spiel schon eigentlich recht gut weiter. Wenn ihr diese Fähigkeit freischalten wollt, dann müsst ihr Stufe 12 erreichen und es gibt ein paar kleine Schwierigkeiten bei dieser Mission. Und die Schwierigkeiten sind, wenn ihr zum Beispiel mehrere brennende Fahrzeuge habt, dann kann es sein, dass wenn ihr erst die Fahrzeuge löscht und dann die Leute, dass die Leute in verschiedenen Richtungen rennen und dann müsst ihr erstmal hin und her fahren, um die Leute löschen zu können. Daher würde ich empfehlen, erstmal ein Auto zu löschen, dann die Leute, die da drin saßen und dann erst mit dem nächsten zu starten. Mehr gibt es auch nicht zu sagen zu dem Feuerwehrwagen-Mission, denn sie ist auch noch relativ einfach gestaltet, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, die Ho!